So, mal wieder ein neues Cool-Video von mir. Und zwar mal was ganz anderes. Und zwar ein kleines Tutorial, weil ich ja schon öfters gefragt wurde, so wie das alles auf Cool funktioniert, wie man am besten anfängt, wie das mit DTR funktioniert. All die Fragen werde ich jetzt einfach mal in einem Video beantworten. Und zwar als Tutorial. Ich fange an mit Start of the World. Das ist alle, so ich würde sagen, 40 Tage resettet die Map circa. Und Aidagmarex, ich nehme gerade auf. Ich schenke dich dann wieder an. Okay. Oh. Hä? Was? Ah. Why? Okay, ja. Mr. Coffee Dirt. So, okay. Ja, Start of the World ist so alle 40 Tage ungefähr. Und es ist mit Abstand am besten dort anzufangen. Allerdings braucht man dafür einen Rang. Also man kann sich halt überhaupt nicht darauf verlassen, dass man reinkommt ohne Rang. Und ja, das ist im Grunde momentan der einzige Grund, warum man einen Rang braucht. Da man durch Ränge einen bisschen kürzeren Death Run hat. Und okay. Ja. Und man halt auf einen vollen Server joinen kann. Was momentan halt nicht so wirklich notwendig ist. Da man mit 500 Slots eigentlich immer auf den Server kommt, selbst bei Conquest am Wochenende. Also, jetzt bin ich fertig mit komischem Gelaber. Beim Start of the World ist extrem wichtig, dass man halt so schnell wie möglich reinkommt und einfach nur weit rausrennt. Man will unbedingt Villages finden, Tempel finden, also Villages wegen Bücherregalen und halt wegen der Schmiede. Und natürlich Tempel wegen den Ressourcen. Sorry, wenn ich hier gerade immer A mache, aber wenn ich den Chat lese, dann kann ich mich nicht so gut konzentrieren. Dann, wenn ihr mit mehreren Leuten Start of the World macht, kommuniziert miteinander. Was habt ihr schon? Was braucht ihr? Hat jemand schon einen Spawner gefunden? Bei welchen Koordinaten wurde der Spawner gefunden? Und auch zu Koordinaten nochmal. Generell gilt, je näher am Spawn, desto besser. Aber man kann halt erst ab knapp 1000 bei der Map, also claimen. Unsere Koordinaten, also FU zum Beispiel bei mir, sind ziemlich gut. Da ist unser FHOME. Und ja, es ist allerdings auch die Sache, das haben wir am Anfang gehabt, dass wir neben Mavelo sind und es ist eine Power Faction, die uns halt dann auch öfters gecampt haben, aber die sind jetzt gerade eher inaktiv und wir haben jetzt auch alle Sets und richtig viel Stuff und so. Also können wir auch einfach fighten gehen. Generell ist halt. Es sind Koordinaten halt wichtig, dass man abhauen kann, weil du kannst halt nicht einfach ins Spawn rennen, wenn du getaggt bist. Und ja, deshalb ist es extrem wichtig. Dann außerdem, Start of the World ist meinen. Und zwar wirklich viel. Glaubt mir, Leute. Wenn ihr Start of the World eine Fortune 3 habt oder eine Silk Touch, meint wirklich viel. Meint 3 Stunden oder so länger jeden Tag, wenn ihr spielen könnt und auch das spielen wollt. Glaubt mir, Leute, das lohnt sich so. Ich habe Start of the World nicht so viel gemeint, weil ich nach ein paar, also ich habe halt Leder gefarmt und so und bin dann an Creeper gestorben und hatte dann nicht mehr so Bock, weil es irgendwie 3 Uhr nachts war, als ich unbannt wurde. Aber ja, das sind gerade zum Beispiel meine Dias. Wir warten gerade noch auf die Fortune 4, falls wir mal einen Koth cappen. Und ich denke mal nicht, dass mir das durch die Map reicht. Ich habe mir kaum Sets gecraftet bis jetzt und trotzdem reichen die nicht. Also, Dias sind extrem wichtig am Anfang. Farmt so viel wie ihr könnt, wenn es in der Map noch sehr viele Ressourcen gibt. Dann auf dem Spawner claim ist immer gut, da ihr halt dann auch direkt die XP-Farm habt. Ansonsten braucht ihr 25 Emerald-Blöcke für eine Wrench. Für so ein Ding hier, das sieht aus wie eine Gold-Pickaxe. Haben wir sogar noch eins in der Chest. Jo. Und ja. Denk mal, ja, Start of the World. So, sorry für meine Stimme, aber das ist mir gestern noch aufgefallen, nachdem ich mit dem Rennen fertig war, dass ich ein paar wichtige Punkte vergessen habe und deshalb werde ich jetzt nachholen. Und zwar bekommt man auf Kohi, wenn man Fortune oder Looting auf dem Schwert bzw. Pickaxe hat, mehr XP, wesentlich mehr XP, also unbedingt immer mit dem Looting-Schwert ein Grinder farmen und halt auch Kohleerz und so abbauen mit Fortune 3, wenn ihr das braucht. Und wenn ihr später in der Map anfangt, dann fischt einfach im Spawn. Da gibt es nicht umsonst das Kid Fishing, das ist eine Angel mit Lure 2. Das geht schon in Ordnung. Und da einfach 5, 6 Fische fangen und da ihr 20 Minuten PvP-Plot habt,
könnt ihr im Grunde sogar einfach nur aus dem Spawn rauslaufen, wenn ihr wollt. Jo. Hab ich dann. Also Base, wie gesagt, halt mit den Koordinaten. Als Solo-Faction, vor allem ist ja jetzt so, dass man als Solo-Faction 2 DTR hat, also 2 Deaths to Raidable, also kann man nicht raidbar werden, wenn man als Solo-Faction spielt. Und als Solo-Faction ist es fast sogar empfehlenswert, ein bisschen von diesen richtig guten Koordinaten wegzubleiben, da man halt sonst einfach nonstop gecampt wird und das richtig schwer sein kann anzufangen und Leute kommen in die Base und all so ein Müll. Dann... Safe Rooms sind sehr wichtig. Einfach nur, wenn ihr eine Base baut, versucht die so sicher wie möglich zu bauen. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie super schön bauen. Ich meine, natürlich, wir haben jetzt auch inzwischen eine gut aussehende Base, die Yasix gebaut hat, unser neuer Member. Muss ich echt Props an ihn geben. Sieht richtig cool aus. Ist auch hier praktisch, sind auch Safe Rooms. Springt mal hier runter. Dann haben wir hier die Türen und die Gegner können nicht rausperlen, wegen dem String. Ist auch ganz wichtig, immer String oben hinbauen. Und, ach ja, genau, da kann ich auch das hier zeigen. Immer den String auf dem vierten Block, also frühestens auf dem vierten Block. Eins höher ist sogar noch besser, weil ansonsten könnt ihr das abbauen, wenn ihr halt hochgenockt werdet und halt gerade am Klicken seid, dass ihr die abbaut, oder eure Gegner einfach hochgenockt werden und die sich rausperren können, also am besten 5 hoch. Dann, ja, Base sicher bauen, DTR ist ein Thema auch noch, weil das fragen mich auch manchmal Leute, FHU. Wenn ihr FHU macht, egal bei wem, seht ihr, das Erste, was ihr seht, ist die DTR. Die DTR heißt halt, also es heißt Death Still Raidable, also Tode, bis man raidbar ist. Und wenn das ein Minus ist, ist man raidable. Kohi hat jetzt das geaddet, dass es hier die Deaths hinten dran stehen, also 4,5 DTR sind 5 Tode, bis man raidable ist. Wir haben normal 5,5, das ist Max DTR, das hat man, wenn man, ich glaube, 11 Leute in der Faction hat, und wir haben 14 in der Faction. Man kriegt auch mehr Land, diese Map auf Kohi, wenn man mehr Leute in der Faction hat und man hat eine Ally. DTR Freeze ist, wenn ein Member stirbt, und DTR Freeze geht meines Wissens nach 56 Minuten, wenn jemand stirbt, aber ihr müsst da aufpassen, wenn ihr DTR Freeze habt, der noch 3 Minuten geht und dann jemand stirbt, dann ist es wieder auf 56 Minuten. Das deckt sich zwar nicht, aber ihr habt dann wieder den vollen DTR Freeze, also immer aufpassen bei sowas. Dann, das nächste, was auch extrem wichtig ist auf Kohi, ist Farmen. Farmen im Sinne von Enderperlen, Gunpowder. Enderperlen sind eigentlich, also da ist eigentlich das End am besten dafür natürlich. Aber auf dieser Map haben sie Mob-Spawning erhöht, also kann man an sich, das ist wesentlich sicher als ins End zu gehen, für Gunpowder einfach nur im flachen Bereich rumlaufen, halt mit dem Looting in der Nacht und da halt Mobs töten. Das geht ganz gut, ich würde halt nur empfehlen, nicht zu weit von der Base wegzugehen hier. Also wir gehen normal hier hinter den Berg und dann ist da ziemlich viel Flaches, auch in Sümpfen, da auch Slime spawnen, und Slimes sind eben wichtig wegen Feuerresi. So, ansonsten halt im End gibt's Creeper-Spawner und Enderman-Spawner. Endermänner, wie gesagt, im End-Farm, weil die spawnen halt auch an sich ziemlich selten. Zur Not kann man sie in der Overworld-Farm, aber das ist eher langsam. Da empfehle ich dann nur Gunpowder zu farmen. Im End, ich würde immer empfehlen, irgendwie, also nicht alleine ins End zu gehen. Auch wenn es nur irgendwelche Kollegen sind, oder, also wenn es Kollegen sind, auch wenn ihr nicht in einer Faction seid, geht zusammen. Weil erstens ist die Chance da, dass die Gegner choosen, dann könnt ihr einfach zusammenfahren. Müsst ihr halt aufpassen, dass die euch nicht backstabben. Aber ja, nee, lass mal. Aber naja, ich meine, kann immer passieren, wenn ihr dann gefarmt habt. Und auch zum Farmen, denkt ein bisschen mit. Macht nicht euer Inventar mit 20 Stacks Pearls voll und sterbt dann. Jetzt wäre ich gerade echt ein bisschen arg MSG'd. Ja, okay, Butter, okay. Ja, wo war ich stehen geblieben? Hab mir hier auch so einen kleinen Zettel gemacht, dass ich nichts vergesse, wirklich. Und ja, halt, wie gesagt, nicht einfach das Inventar so komplett voll mit Pearls machen und dann sterben womöglich, weil ihr nicht genug Heals habt zum Kiten. Kiten ist übrigens zu Base Rennen. Und ja, ich glaube, ach ja, genau, im Nether könnt ihr an sich, also da könnt ihr ja Blaze Rods farmen und Magma Creme. Ist beides halt, ich meine, ihr müsst halt aufpassen, Nether muss euch bewusst sein, dass da viele Leute sind. Und ja, Overworld habe ich auch gesagt. Dann, allgemein, das sehe ich oft genug, dass Leute einfach, keine Ahnung, failen oder so.
Denkt nach, was ihr macht. Ganz ehrlich, wenn ihr irgendwie in Full Iron seid, geht nicht fighten. Glaubt mir, Leute, es bringt nichts. Ihr werdet hundertprozentig sterben, selbst wenn ihr einen Kill kriegt. Ihr werdet keinen Full Dia töten. Und wenn euch irgendein Full Dia sieht, wird er sich nicht denken, oh, der ist in Iron, den lasse ich. Nee, der wird speedpotten und sich zu euch hinperlen und euch töten. Also passt wirklich auf. In Iron PvP rate ich dringend davon ab. Und auch irgendwie in Iron zu trappen oder so. Wenn ihr irgendwo einen Dia seht und dann euch denkt, ja komm, wir sind zu fünft, wir können ihn einfach angreifen und den töten, der hat doch keine Chance. Nee, das ist Bullshit. Der hat Pots, der hat alles. Der muss irgendwie euch 4 Hits geben, dann seid ihr tot. Er kriegt ein halbes Herz Schaden von euch. Also einfach nachdenken, was ihr macht. Auch, ich würde niemals, es sei denn, die Gegner sind wirklich low DTR, jemand in seine Base reinfolgen. Also, ob es jetzt hier so in die Fence Gates rein ist, dass du in der Base bist, oder in so eine String Trap. Eigentlich nur riskieren, wenn die wirklich niedrige DTR haben. Wenn ihr sie raidbar machen könnt, wenn ihr sie da tötet. Oder wenn du weißt, dass halt nur einer online ist und dass keiner online kommen wird, wie auch immer du es weißt. Aber ja, halt einfach ein bisschen nachdenken. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Zu Allies und Truce mit Leute. Das habe ich schon ein bisschen erklärt, aber das werde ich nochmal ein bisschen genauer schildern. Und zwar, Allies können euch angreifen, die können euch töten, die können nichts bei euch abbauen. Das Einzige, was Ally macht, ist, dass es halt sichtbar ist, dass du mit ihnen Choose hast. Sprich, die haben einen Lila-Namen. Jetzt ist leider niemand in Tab. Aber ja, die haben einen lila Namen und du bist nicht getaggt, wenn die dich schlagen. Sprich, wenn die dich critten, kannst du einfach ins Spawn rennen und bist sicher. Aber die können dich angreifen, die können alles machen, die können nur in deiner Base nicht abbauen. Also, sie können halt alles machen, was ein normaler Gegner auch kann. Nur, dass sie dich nicht taggen können. Mit selbe mit Choosen. Choosen ist gut, aber verlasst euch nicht drauf. Jeder ist seine eigene Person. Jeder macht mal Scheiße und erscheint vertrauenswürdiger, als er in Wahrheit ist. Und ja, sorry, wenn ich öfters mache, aber ich muss hier halt gerade auch ein bisschen nachdenken. Dann kommen wir zum nächsten Thema, zum vorletzten Thema. Zu Coths und Conquests. Erste Regel, oder wenn ihr sehen wollt, was ihr bekommen könnt bei Coths, ist es Coth Loot, also / Coth Loot. Ihr bekommt 5 von diesen Items, halt random. Könnt jetzt auch irgendwie 5-mal Goldäpfel kriegen. Und es gibt hier übrigens Fortune 4, Knockback-Schwerter, Fire-Schwerter und Looting 4 und 5. 20 Minuten Myers Potion, halt gute Rüstung. Und diese Blöcke with the Skeleton Skulls, dies, das. Und Coths sind halt, wenn man / Coth macht, hier sieht man die ganzen Coths. Und richtet euch nach dieser Zeit. Also ist es momentan 12:45 mittags quasi. Und wir haben gerade Mittwoch. Zum Beispiel Construction. Ne, Construction ist gerade gar nicht okay. Ach, Construction wurde, denke ich, schon gecapped. Construction. Da wäre jetzt in 4 Stunden wieder Coth, dann nochmal in 4 Stunden. Und dann in 2 Stunden. Richtet euch einfach daran, wenn ihr eine Coth cappen wollt. Achtet jedoch drauf. Auch wieder schlau sein. Aufpasst mit der DTR. Macht immer dran denken. F-List. Auch der Befehl. / F. Help. Commands. Das hilft riesig. Lest euch das mal durch, Leute. Glaubt mir. Das hilft riesig. vor allem, wenn ihr noch ein bisschen neu seid. Zum Beispiel in Nepal hat mit, die sind jetzt hier gar nicht in der Dingens, aber mit Underworld haben die zum Beispiel Allianz. Und wenn ihr also 20 sind und ihr zu 5 zu einer Coth geht, die irgendwie 2000 Blöcke von eurer Base weg ist, dann ist es halt ein bisschen suboptimal. Denn es kann schon sein, dass die euch chasen. Und da seid ihr halt damals schnell 0,5 DTR. Habt ihr zu viele mitgenommen, seid ihr raidbar. Wie gesagt, einfach aufpassen bei sowas. Conquest bezweifle ich einfach, dass irgendjemand, der das anschaut, jeder wirklich contesten wird, weil man da eben eine Power Faction braucht, die auch wirklich was drauf hat. Das klingt ein bisschen behindert, aber ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Conquest ist ein schwierigerer Coth mit besserem Loot. Muss man halt länger cappen und es gibt mehr Cap-Sounds. Das ist potenzielles Conquest-Loot. Und meines Wissens kann man hiervon auch nur 5 kriegen. Aber schaut euch das mal an. Sharpness Fire 2. Looting 5. Unbreaking 4. Knockback 2, Leute. Das ist im End richtig krass. Hier unten. Sharpness 2 Schwert. Bei Map-Kit von Prot 1. 2 Wither, beziehungsweise 3 Wither. Richtig viele Bücher.
richtig viele Dia-Blöcke. Fortune 5, das ist richtig krass. Aber wie gesagt, und Ranchers. Es ist halt extrem schwer zu cappen. Also das wird. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich will nicht. Ich will keine Vorurteile haben, aber wie gesagt, das könnte schwer werden, wenn ihr das cappen wollt. Und dann kommen wir, denke ich, auch mal zum letzten Punkt. Zu End of the World. End of the World ist halt vor Start of the World. Es fängt immer am Tag vor Start of the World an. Ist normalerweise 22 Uhr deutsche Zeit an einem Freitag. Und da ist im Grunde einfach nur alles raidable. Und die Map ist auf 1500, also 1500 in jede Richtung, sprich 3000x3000, gecuttet. Alles ist raidable. Und man kann halt überall PvPen und in der Mitte vom Spawn ist ein Koth mit 30 Minuten Timer. Und wenn du stirbst, dann ist halt vorbei, dann kannst du halt Start of the World wieder spielen, bist du Deathband für den Rest der Sache. Es kann Bock machen, vor allem wenn mit ein paar mehr Leuten da ist, müsst halt nur ein bisschen aufpassen, dass ihr halt wisst, wenn einer stirbt, ist er weg, der kommt nicht irgendwie in 3 Stunden wieder und kann mitfighten. Aber ihr müsst halt auch keine Sorgen um DTR machen, was sehr nice ist. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Oh, genau. Officer Chest. Das kann man nur als Owner bzw. Mod vom Dingens machen. Da muss man einfach nur, das demonstriere ich eben, Schild da. Einfach nur so, mit diesen eckigen Klammern. Officer. So. Dann ist die protected. Dann ist, wenn es so grün ist, dann ist die protected. Noch was Kleines, einfach, das gehört auch wieder mit Gehirnspielen dazu. Nicht jeden in die Faction lassen. Glaubt mir, Leute. Lasst nicht jeden in die Faction. Und zweite Accounts, by the way, sind verboten auf Kui, führen zu einem Permaban. Und auf Kui kann man keine Unbans kaufen. Also würde ich schon stark davon abraten. Das wäre eher nicht so prickelnd, wenn ihr dafür gebannt werdet. Aber ja, ich hoffe, euch hilft das Video. Es hat ein bisschen gedauert. Ich habe mir auch so ein paar Zettel geschrieben, so vorbereitet. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Kann ich wetten, aber egal. Kann ich da auch in den Kommentaren beantworten. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn doch noch irgendwelche Fragen offen sind, dann ist das Video, bei dem ihr die Fragen stellen könnt in den Kommentaren. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Oder kommentiert was Schönes oder keine Ahnung, konstruktive Kritik. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.